totale totaler Krieg. Nee, ich brauch was zu trinken jetzt. Wir stehen in der totalen Dunkelheit hier in The Legend of Zelda Ocarina of Time. Okay. Boah, ich habe gerade echt so ein bisschen Probleme mit meinem Hals, ne? Also, wir sind hier im Brunnen der Nicht-Seelen, wir sind im Kakariko-Brunnen und versuchen uns an die Skulltulas, die wir jetzt mit dem Auge der Wahrheit, das wir beim letzten Mal bekommen haben, auch aufspüren können. Ja, wir können es einschalten, wir können es ausschalten, man kann sehr viele schöne Dinge mit diesem Auge der Wahrheit machen. Aber das... Hier war ich doch schon letztens drin, oder nicht? Ja, doch. Wieso wird mir denn hier die Dingens angezeigt? Die Truhe. Habe ich doch schon längst aufgemacht. Ich verstehe das gerade echt nicht. Ist interessant. Naja, auf jeden Fall ist hier unten alles ziemlich, ja, brutal, ne? Ich meine, wir haben hier Skelettgegner, wir haben Zombies, wir haben Mumien, wir haben blutverschmierte Wände und blutverschmierte... Hier kann man doch bestimmt eine Bombe reinlegen, oder? Ja, blutverschmierte Schutthaufen. Ja, da kann man schon... Doch, da kann man davon ausgehen, dass hier Bomben vonnöten sind. Damit wir auch so ein bisschen... Aber das ist jetzt kein falscher Ort, ne? Ah, hier kriegen wir noch einen Schlüssel, oder wie? Nee, hier kriegen wir noch mal Krabbelminen. Aber was sollen die mir denn hier bringen? Also ich hätte es ja verstanden, wenn sie, Also wenn ich die jetzt... Hä? Wenn ich sie später in einem anderen Tempel brauchen würde, aber nicht hier. Nicht hier in diesem Dungeon. Okay. Haben wir hier vielleicht noch was? Außer dem Eingang? Ja, falls wir nichts finden werden, ist natürlich klar. Hier war ich auch noch nicht drin, ne? Hier ist vielleicht etwas. Achso, das ist die Truhe, die ich gerade gesehen habe. Und hier ist auch ein Schlüssel drin. Okay, wundervoll. Das Auge wird zum Glück auch immer wieder ausgeschaltet, dass man das jetzt nicht so verbraucht. Auf der Seite ist nichts. Hier vielleicht? Ja, okay, hier gibt es auch noch was. Bestimmt noch ein Schlüssel. Aber wäre zu einfach, oder? Wieso hat man denn hier so viele Schlüssel versteckt? Ich meine, jemand, der weiß, wo sich jetzt die ganzen Schlüssel befinden, der hätte ja voll die leichten Karten, hier überhaupt durchzukommen. Ich meine, der bräuchte ja nicht mal... Ah, gut. Das Auge der Wahrheit braucht man sowieso später. Ah, und in diesen Stellen kann man nochmal runterspringen. Ob wir das jetzt so wollen, ist eine andere Sache. Ich würde jetzt gerne nochmal nach der anderen Truhe Ausschau halten. Hier ist vielleicht auch was zum Runterspringen. Okay. Also hier einfach mal eine Bombe drauflegen. Das wird auch was bringen. Nicht runterfallen. Ich glaube, in den Untergrund wollen wir nicht mehr so hoch, so oft. So hoch. Ja, und hochklettern will ich auch nicht nochmal. Für ein paar Dekonüsse. Ah. Nee, aber es scheint echt so zu sein, dass wir jetzt hier alle drei Schlüssel gebrauchen werden. Ich meine, für andere Dungeons ist es ja auch eigentlich unnötig, dann nochmal Schlüssel zu haben. Zumal die da, glaube ich, nicht mal nutzbar sind. So, aber dann dürfte eigentlich hier noch irgendwo was sein. Hier rechts, okay, da ist noch eine Truhe, das sieht man eindeutig. Und da ist auch die Skulltula. So, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich meine, hier gibt es so einen Bug, mit dem man... Ich kann es ja mal ausprobieren. Nee, ich will es nicht ausprobieren. Also man kann sich jetzt hier so schnell hinrollen. Wenn man hier rauskommt, kann man dann hier so hinrollen, die Tür öffnen und dann so ganz komische Dinge anstellen. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie soll man die denn betiteln? Warte mal. Ja, witzig. Machen wir da einfach nochmal ein Loch hin, ne? Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall wird dann ein Bereich geladen. Ich glaube, der Hauptraum wird nicht geladen. Oder? Was? Ja, auf jeden Fall wird irgendein Gebiet nicht geladen. Und das hat dann zur Folge, dass man sich da an der Stelle, wo man das Wasser abgelassen hat, wo wir dann wirklich das Auge der Wahrheit gefunden haben, dass man da dann einfach runterspringen kann, ohne dass das Wasser jetzt wirklich Wasser, also sich wie Wasser verhält, sondern einfach nur, ja, einfach nur da ist. Vielleicht ist es auch überhaupt nicht da. Vielleicht wird es gar nicht erst geladen, aber ich glaube schon, dass das Wasser da war, dass es sich halt wirklich nur nicht wie Wasser verhält. So, wo sind wir denn jetzt? Wieder am Arsch der Welt? Ja, wirklich am Arsch der Welt. Also nochmal komplett auf die andere Seite. Boah. Das ist auch so ein Punkt, warum ich den Dungeon eigentlich hasse.
Ist einfach nur nervig. Also nervig an sich ist er ja eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, das Ding ist halt, du brauchst halt nur einmal irgendwie was falsch machen und schon... Oder einfach nur irgendwo mal unbedacht hingehen. Und runterfallen. Kannst den ganzen Weg wieder laufen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie toll ist. So, ich werde jetzt auch die ganze Zeit mal hier das Auge der Wahrheit nutzen. Dann werden wir auch sehen, wo die ganzen Löcher sind. Ja, genau. So, einmal in die Mitte. Trifft auch zum Glück. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier sachte vorbeikommen. Das geht auch. Was haben wir hier? Keine Schlüssel, oder? Och, und ein Rubin. Ein Fünfer. Ey, hau ab. Schnell das Auge der Wahrheit wieder anstellen. Vielleicht kriegen wir ja was, wenn wir hier alle zerstören. Alle Fledermäuse. Komm mal runter. Ja, komm mal runter. Du bist ja auch nicht mehr in Flammen. Du kannst einfach... Du kannst dich deinem Schicksal stellen. Ja, da kommt es. So. Passiert nichts, oder? Ja, an den Kanten ist es halt auch ganz gefährlich, weil wenn man hier runterspringt oder wenn man auch nur die Kante irgendwie so leicht anschleift, da wird Link nicht springen oder sonst wie was. Da kannst du ihn nicht mehr retten. Der fällt einfach. Mit keiner Begründung. So, einmal das Ding hier schön zerschlachten. Ja, genau, mit dem zweiten dann nochmal nachsetzen. Als erwachsener Link hatten wir dann natürlich auch einige Probleme mit, solche Viecher zu töten. Aber das ist jetzt nicht die einzige Skulltula hier, oder? Das würde mich ehrlich gesagt schon ein bisschen wundern, wenn das hier die einzige Skulltula im gesamten Bereich ist. So, eine von, weiß ich nicht wie vielen Skulltulas. Ich meine, klar, wir haben in dem Hauptraum noch was. Also in diesem Mittelbereich. Da gab es ja auch noch mal eine Tür, glaube ich. Auge. Nein, nicht Ocarina, Auge. Alter. Da wäre ich fast sogar reingesprungen. So. Okay, das ist eine Skulltula. Jetzt gibt es eine andere, bestimmt an der Stelle. Ja doch, es wird wahrscheinlich mit den ganzen Schlüsseln zusammenhängen. Dann wird die auch nicht umsonst hier reingebracht haben. Dann hätte man noch einen Schlüssel weniger reinstecken können. Ja, komm. Auge. Einmal Auge anmachen. Oder die Augen aufmachen. Ist eigentlich ganz interessant. So, hier waren wir schon mal. Hier gibt es noch eine Tür. Da brauchst du auch nicht reinzoomen, Link. Da kannst du auch einfach die Tür öffnen, wenn du schon den Schlüssel hast. Ah, und hier hört man sofort die Skulltula. Das ist ja geil. Ohne große Probleme einfach direkt einen Skulltula in den Arsch geschoben zu bekommen. Ist schon schön. Ich glaube, es waren drei. Ja, doch. Nur leider weiß ich jetzt nicht, wo die letzte sein soll. Es gab bestimmt noch irgendwo eine Tür, die wir nicht geöffnet haben, aber... Ich gucke einfach mal direkt auf die andere Seite. Kann ja auch sein, dass es hier parallel aufgebaut ist. Hier sollten ja eigentlich auch die anderen großen Viecher runterkommen, ne? Von der Decke. Ach! Sag an! Direkt die nächste? Es ist gut, das höre ich schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, du brauchst jetzt aber die Flederbeißer hier nicht nochmal ansprechen darauf. Ja. Ja. Wirf doch einfach deinen scheiß Boomerang, Link. Wenn ich nach links drücke. Oder nach rechts drücke in dem Fall. Ja. So. Dann gehen wir mal hier außen rum. Auf dem Pfad der Wahrheit. Und versuchen uns an die letzte Skulltula, die es auch wirklich ist. Vielleicht auch mal das Auge der Wahrheit wieder ausschalten. Das könnte auch ganz nützlich sein. Ja, aber dann haben wir ja schon wieder drei Skulltulas in einem Part geholt. Das ist schön. Und haben wir alle, das dürfte die Karte jetzt verraten, genau. Wir haben alle drei. Ja, also dann ist es doch recht einfach, sich die Skulltulas zu merken. Das ist halt eine... Die sind vor allem recht parallel aufgebaut. Also symmetrisch, nicht parallel. Ich meine, das sind drei. Aber
Die sind auf jeden Fall schon parallel aufeinander aufgebaut. Nur, du kommst hier rein, da weißt du ganz genau, du hast links eine Tür, die du öffnen kannst mit einem Schlüssel, und rechts hast du auch eine Tür. Also in diesem Mittelraum. Und wenn du den ganzen Tempel nochmal nach hinten durchgehst, dann hast du im Grunde dieses Gitter und da ist dann die dritte. Also das kann man sich schon sehr gut merken. Ich habe eigentlich auch schon gedacht, dass das, ja gut, ich kenne das Spiel jetzt auch nicht so gut, ne? Von daher war das vielleicht auch so eine Sache, die man nicht so, ja, die man gar nicht mal so hinterblickt. Vor allem, wenn man nicht die Skulltulas holt, ne? Wenn man sich denkt, oh, das ist ein Zelda-Spiel. Da hole ich mir einfach nur das Nötigste. Wie zum Beispiel Story. Also die ganzen Amulette, ansonsten ist ja eigentlich auch scheißegal. Das sieht interessant aus. Eine Tür? Okay. Das sah vor allem gruseliger aus, das sah gruseliger aus als der Dungeon selber. Hm, das ist, komisch. Der Ausgang ist gruseliger als der als das Innere des Tempels. So, aber das haben wir jetzt jedenfalls geschafft. Was wir sonst noch machen können, ist als erwachsener Link, da wollen wir nochmal zurück in die Zitadelle der Zeit. Ja, können nochmal kurz das Lied schauen. Langsam dürfte ich es auch gecheckt haben. Oben, rechts, links, oben. Ja doch, ist einfach. Da wollen wir nochmal zum Feuertempel. Denn da gab es noch zwei Herzteile zu holen. Das kann man sich auch direkt mal hinter die Ohren schreiben, falls man das noch nicht getan hat. Also falls man die Herzteile noch nicht geholt hat. Es ist einfacher, mit dem Erwachsenen-Link dorthin zu kommen, weil man als Erwachsener-Link ja noch den Hammer hat. Und da wir jetzt als junger Link da schon die Bohnen eingepflanzt haben, die Wundererbsen. Bohnen, ne? Ich bin schon wieder total in Mario Luigi Superstar-Saga. Ja, da wir das schon getan haben, können wir da jetzt auch als Erwachsener-Link das Ding machen. Also diese Ranke nutzen, um da ein bisschen lang zu fahren. Das sieht man dann auch das erste Mal. Da ist so viel zu tun, ne? Als erwachsener Link müssen wir dann nochmal in den Dodongo-Tempel. In den Dodongo-Tempel. In Dodongos Höhle. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Nee. Nein? Dass ich mir das Lied merke, ne? Aber es ist auch eines der einfacheren. So. Ohne nachzuschauen, ne? Ist auch schön. Verbraucht man nicht so viel Zeit. Es sei denn, man braucht ewige Anläufe, dann kann es natürlich schon länger dauern. So, Todeskrater. Jetzt erstmal hier nach links. Ah, warte mal, wir haben die Rüstung gar nicht angezogen. Ist natürlich jetzt auch wichtig. So. Das dürfte einfach sein. Ich glaube, wir können einfach hier drauf. Ja, man kann hier stehen. Link holt sich das Herzteil aus dem Rauch. Oh, und jetzt haben wir schon 13. Wird ja auch spaßig sein, nach allen Ausschau zu halten. So, da drüben ist eigentlich noch ein Herzteil. Das ist aber nicht nur als junger Link da, oder? Ich finde das auch interessant. Achso, das Ding. Ja, vielleicht hätte ich es auch nützen können, aber ja, scheiß drauf. Ich finde das interessant, wie das Itemset von Link als Erwachsener gespeichert wird. Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht so für nötig gehalten, für so ein Nintendo 64-Spiel. Ja, da braucht man sowas nicht. Wer merkt sich das denn schon? Man kann sich auch nochmal mit dem Bigoron da absprechen, ob der jetzt vielleicht sogar gewillt ist, das Schwert zu verstärken. Aber das ist jetzt auch mit einer Sidequest verbunden, die jetzt ein bisschen, ja, umfangreicher ist. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so gut. Also, einmal runter. Dann gehen wir mal zum Hylia-See danach. Ach, das hatten wir schon. Ach, stimmt, da habe ich mich hier irgendwie von oben runtergelassen. Ja gut, dann ist alles schön. Dann fahren wir jetzt direkt zum Hylia-See. Da können wir ja noch mit der Vogelscheuche was machen. Die hat sich ja das Lied gemerkt. Hoffentlich. Ich hoffe, wir haben es uns auch gemerkt. Unten rechts, rechts, links. Unten rechts, rechts, links. Boah, das ist so viel.
Ich mache auch alles kreuz und quer, das ist halt echt ein bisschen scheiße. So. Bevor wir hier ewig überlegen, ne, dann können wir direkt lieber direkt alles machen. Als dann ewig zu warten. So. Hyliasee, hier waren wir schon mal. Hier waren wir auch noch nicht bei Nacht. Da können wir uns auch noch mal nach ein paar Skulltulas. Ja, da können wir noch ein bisschen Ausschau nach Skulltulas halten. Bei Nacht. Wenn die Nacht denn einbrechen sollte, hier auf dem Hyliasee, vergeht natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Und Dodongos Höhle wäre eigentlich... Ach, das wollte ich machen, Dodongos Höhle. Ah, das ist leichter vom Schattentempel aus hinzukommen. Also vom... Vom Warp-Punkt. So, hier waren wir auch noch nicht drin. Damals war hier noch die Eule auf dem Sarg, auf dem Grab. Aber das sieht auch nicht so aus, als, ja, wäre es nötig. Sind nur ein paar Deko-Händler, die wollen uns wieder irgendeine Droge andrehen. Also von daher, was soll's, ja, brauchen wir nicht. So. Jetzt so die Sache. Oder... da, wo wir gerade jetzt im Tempel, im Brunnentempel waren. Im Brunnentempel. Da hätten wir auch noch was Folgendes machen können. Warte mal, erstmal dich töten, bevor du uns nervst. Und zwar kann man hier, wenn wir nach oben schauen... Boah, ich will jetzt aber... wir holen uns jetzt erstmal die Ocarina raus. Mal sehen, ob das was bringt. Ne, okay, das ist ja das Lied, das wir der Vogelscheuche beigebracht haben. Wir können jetzt erstmal hier so hoch. Ja, natürlich muss ich jetzt direkt... Oh, ist ja wundervoll. Kann ich natürlich jetzt 10 Jahre warten, bis das Ding wiederkommt. Achso. Okay. Ne, auf jeden Fall wollen wir uns jetzt das Herzteil da oben krallen und dann... das ist jetzt aber nicht dein Ernst, ne? Scheiß Vögel. Kommt mal her. Normalerweise könnte man hier die Vogelscheuche rufen. Nur weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt daran gescheitert ist, dass wir jetzt nicht richtig anvisiert haben. Oder ob das einfach irgendwie anders begründet war. Weiß was ich. Wir werden die Vogelscheuche auf jeden Fall nochmal in diesem Part rufen. Da wir nochmal in Dodongos Höhle wollen. Genau. Und, nach Lord Yabu Yabu kommen wir dann auch nochmal später. Oder zu Lord Yabu Yabu. Ja, so langsam blicke ich hier nicht mehr durch. Ah, ist das scheiße. So. Noctume des Schattens. Genau, das dürfte es sein. Rechts, links, rechts, rechts, A. Links, rechts, unten. Links. Genau. Okay. Damit kommen wir im Grunde direkt nach Kakariko. Das dürfte leichter sein. Klar, man könnte das auch hier an der Stelle über... Man könnte das natürlich jetzt auch über hier den Todeskrater machen. Aber das ist halt doch ein bisschen sinnloser, weil der Weg dann doch ein bisschen größer ist. Da sehen wir schon den Eingang zum Schattentempel. Da werden wir aber erst später hinkommen. So. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, was... okay. Bleib mal, wo du bist, okay? Kommt plötzlich ein Geist raus. Ah, und hier kann man, glaube ich, auch nochmal eine Bohne pflanzen, ne? Ah, ich glaube, diese Geister mit den Taktstöcken, die werden später auch nochmal wichtig sein. Ich glaube, das waren solche Irrlichter oder so. Die kann man dann später auch nochmal verkaufen. Und wenn man genug gesammelt hat, dann kann man sich, glaube ich, auch nochmal ein Herzteil krallen. Das ist halt alles auch sehr unübersichtlich. Und undurchsichtig. Und kompliziert. Das werden wir später machen. Wobei, ich glaube, das mit den Irrlichtern war einfach nur, nachdem wir Epona genutzt haben. Aber Epona müssen wir halt erstmal bekommen, bevor wir sie nutzen können, ne? Ist alles ein bisschen durcheinander. So. Aber ich glaube, Dodongos Höhle wird gar nicht mal so schwer sein. Da werden wir jetzt auch nochmal schnell hingucken, hingehen und nachschauen, ob wir da die Skulltulas kriegen. Das dürfte jetzt eigentlich auch nicht alles möglich sein. Das dürfte jetzt auch möglich sein. Da wir den verlängerten Greifhaken haben und ja, der Vogelscheuche das Lied gespielt haben. Es ist ja auch gut gewesen, das Lied, ne? Das hat sie auch selbst gesagt. Das wird sie sich merken. Ich muss mir halt jetzt nur noch die Orte merken, ne? Wo das jetzt war.
in der Dodongo-Höhle. Und Bomben müssen wir auch genug dabei haben. Ja, wobei, an den Bomben wird es nicht scheitern, denn da gab es ja auch noch die Donnerblumen, die wir aufheben können. Boah, aber das Ding ist echt langsam geworden, ne? Ist das Ding langsamer geworden, oder bin ich nur schneller? So. Ist schon interessant. Der Nintendo 64 konnte nur 32 Mal eine Textur auf einem Polygon wiederholen. Das möchte ich mal so festhalten. Ah, okay, das Ding ist auch nicht so lang. Die Plattform ist nicht so hoch, dass die Textur 32 Mal wiederholt werden muss. Ansonsten würde diese Textur immer so, ja, die Textur wäre dann so richtig rumgeglitscht. So, an der Stelle muss man doch hier... Ah. Erstmal euch umbringen. Das wird schon mal sehr, sehr wichtig sein. Da. Da sehen wir sogar die Skulltula. Ich glaube, ich habe es einfach nur falsch gespielt, oder? Ich glaube, ich habe es nur falsch gespielt. Doch, doch, ich habe es eigentlich nur falsch gespielt. Weil ansonsten hätte der uns das hier vorgespielt. Der spielt das auch genauso ab, wie wir es damals bei der Vogelscheuche. Ist so episch. Ey, aber komm. Da soll das Vieh auch rauskommen. Hä? Nee, aber dann soll die Vogelscheuche jetzt auch gefälligst rauskommen, wenn die da ist. Ich weiß doch, dass die da ist. Ja, komm. Hätte ich mal nicht so lange gebraucht. Die tut einfach so, als wäre da nichts. Kann ich die Fläche von... Ja, Navi, kannst du mal... Navi! Muss ich an einer bestimmten Stelle stehen oder sonst wie was? Die Sache, also normalerweise kommt da ja auch so ein Ton von wegen, dass man hier gerade an der richtigen Stelle steht. Oder ist das nicht die Stelle? Gibt's hier noch so ein bisschen... Gibt's hier noch eine weitere Erhöhung? Ja, das ist die einzigste Erhöhung, die hier existiert. Also, falls es jetzt so ist, dass man die hier nicht kriegen kann, ich werde mich da nochmal, ich werde da nochmal nachschauen, wie das so ist. Und warum die Vogelscheu hier gar nicht rauskommt, obwohl ich das genau dasselbe Lied spiele. Ja, das wird man... Nee, gut, das machen wir dann im nächsten Part, weil dann werde ich auch ein bisschen nachschauen. Vielleicht mache ich hier irgendwas falsch, vielleicht hat die Vogelscheuche, vielleicht war das Lied nicht gut genug für die und deswegen kommt sie nicht raus. Ich kann es mir halt echt nicht mehr vorstellen. Ah, natürlich. Achso, wenn ich das zweimal spiele, habe ich direkt Eponas Lied gespielt. Okay, interessant. Wir machen das auf jeden Fall beim nächsten Mal hier. Okay, tschüss und bye bye.